Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich bin Benny von dem Brettspiel Suchtis und wie immer am Freitag die News aus der Brettspielwelt. Heute wieder ein klein bisschen später als in den Wochen zuvor. Normalerweise seid ihr es ja gewohnt, morgens um 6 Uhr zum Frühstücksfernsehen quasi unsere News präsentiert zu bekommen. Das hat diese Woche den einfachen Grund, dass eine unserer Meldungen nachher für die Ankündigung des Spiel 2019 in Essen ein Embargo-Frist hat bis heute. Und diese darf um 12 Uhr veröffentlicht werden, deswegen die News heute später. Aber als Entschädigung, und da steigen wir direkt ein, hatte ich heute Morgen für euch ja die erste Übersicht über die kommenden Neuheiten der Spiel 2019. Und zwar habe ich da die Neuheiten von Huch bzw. Soda Trade zusammengefasst, auch die Neuheiten von Yellow und Mega Bleu, Partnerverlage von Huch, sind da mit inbegriffen. Und das jetzt mal so der Auftakt einer ganzen Reihe an Übersichtsvideos, was alles an News, neuen Spielen rauskommt zur Spiel. Ja, als nächstes wird Pegasus und die ganzen Partnerverlage folgen. Das sind allerdings über 40 Neuankündigungen und die müssen natürlich erst alle ein bisschen aufbereitet werden. Und da würde mich natürlich sehr euer Feedback interessieren. Wie ist die grafische Darstellung? Passt das so mit den Einblendungen? In den vergangenen Jahren habe ich es ja so gemacht, dass ich quasi immer hier neben mir nur das Cover eingeblendet habe. Dieses Mal habe ich ja mich komplett überblendet und ihr habt dafür die Infos, wer ist der, wie heißt das Spiel, das Cover dazu, der Autor, die Spieleranzahl, bei Huch sogar mit der Spielzeit, die ist bei Pegasus leider nicht angegeben, da kann ich nicht drauf eingehen, und eine Kategorie, in die ich das Spiel quasi gesteckt habe. Ist das jetzt Familienspiel, Kennerspiel, Spaßspiel oder Kinderspiel? Einfach um auch eine gewisse Übersicht da bieten zu können in den Videos. Und die sind natürlich Kategorien sortiert. Gebt da einfach mal ein Feedback, wie euch das Ganze gefällt und ob wir da auf dem richtigen Wege sind. Das wird uns sehr interessieren an dieser Stelle. Und dann kommen wir schon zu Spielen, die im Handel jetzt verfügbar sind oder in Kürze in Handel kommen. Das sind zum einen Pandoria Artifacts, eine Erweiterung, die nun verfügbar ist. Und bald im Handel endlich, Dennis wartet da schon sehnsüchtig drauf, Star Wars Outer Rim. Es hat sich ja ein bisschen verzögert, eigentlich war die deutsche und die englische Fassung gleichzeitig angekündigt worden und hätte auch zeitgleich in den Handel kommen sollen. Leider hat es nicht geklappt, es hat sich deutlich nach hinten verschoben. Und nun soll es wohl bald soweit sein. Asmodee hat es diese Woche verkündigt, dass es in Kürze in den Handel kommen wird. Ein weiteres Spiel von einem nicht ganz unbekannten Autor, nämlich von Thomas Lehmann, ist Res Arcana. Und das ist vom Autoren von Race for the Galaxy, ist für 2 bis 4 Spieler auch wieder hier ein kartengesteuertes Spiel im Fantasy-Setting. Ich habe schon mal darüber berichtet und das ist auch in Kürze im Handel verfügbar. Nemesis, The Board Game, einer der Kickstarter des letzten Jahres, wird tatsächlich in den Handel kommen, und zwar als Retail-Version wird es in Kürze wohl schon verfügbar sein. Ich weiß es gar nicht mehr richtig, wer das bei uns gekickstartet hat. Ich glaube, da war, ob Dennis da auch mit dabei war. Dennis, schreib es mal in die Kommentare. Oder ob das tatsächlich nur Nils war, der das unterstützt hat. Auf jeden Fall bei uns in der Spielegruppe auch gekickstartet und vielleicht wird da auch was kommen dazu. Dann habe ich euch natürlich wieder, wie immer, die Übersicht über die brandneuen Spiele. Das wurde, Spiele, die neu in den Handel gekommen sind. Das ist ja eine Zusammenarbeit von Brettspiel News und Fantasy Welt. Die Übersicht dazu, das ist ein bisschen umgestaltet worden, habe ich euch natürlich wieder in die Videoinfo gepackt. Da findet ihr Woche für Woche dann unter dem gleichen Link immer. Das ist natürlich auch von Vorteil, kann man sich im Browserverlauf schön abspeichern. Und dann planen wir da eventuell was mit Neuerscheinungen mit der Spielepyramide. Was dabei rauskommt, das wird sich noch zeigen. Mehr dazu dann vermutlich im September, wenn das Ganze spruchreif ist. Also brandneu, wenn ihr da informiert sein wollt, außerhalb der News. Kommen wir zu den Kickstarter und Spieleschmiede News. Natürlich wieder die aktuelle Folge Dennis seiner Kickstarter News. Ich gehe mal davon aus, da wird in den nächsten 14 Tagen auch wieder ein Update folgen. Und des Weiteren habe ich euch Links zu Min, Immun und Liberators in die Videoinfo gepackt. Und Jedo Deluxe startet am 9.09.2019 auf Kickstarter. Links wie immer in der Videoinfo.
Und dann kommen wir zu den Ankündigungen und da natürlich einer der, wie soll ich sagen, großen Ankündigungen vorweg. En Masse erscheint auf Deutsch. Das Spiel von Vital Lacerda wird bei Skellig Games in einer deutschen Version erscheinen und zwar schon zur Spiel 2019. Das hat Skellig Games letzte Woche bekannt gegeben, leider nach den News erst, deswegen ist es letzte Woche nicht mit reingekommen. Und das war ja ein Spiel, was über Kickstarter finanziert wurde. Und nun wird die deutsche Variante auch in den Retail kommen. Das Spiel stammt ja vom Erfolgsautor Vital Lacerda, der durch komplexe Spiele wie Lisboa, CO2, The Gallerist und Vinyos bekannt ist. Und sein neuestes Werk jetzt On Mars, vor kurzem ausgeliefert, wurde ja auch Escape Plan. Das hat Dennis schon gespielt und war ziemlich begeistert. Aber wie gesagt, On Mars in einer deutschen Variante. Wir hoffen da natürlich dann, das Ganze auch anschauen zu können und ich freue mich drauf. Ich war beim Kickstarter ehrlich gesagt etwas hin und her gerissen, es hat mich schon irgendwo interessiert, deswegen freue ich mich jetzt natürlich auf eine deutsche Lokalisierung. Und Skellig Games hat ja angekündigt, dass 4 große Neuheiten kommen und eine ist jetzt bekannt gegeben worden mit On Mars und die zweite Neuheit, das ist das Spiel, weswegen ja die News heute später kommen. Nämlich Ambrosia, und das ist die Neuheit von Autoren Uwe Bussig. Der hatte letztes Jahr Concerto vorgestellt. Dieses Jahr wird es, wie gesagt, Ambrosia, und da ist ja vorne drauf schon mal ein riesen fliegendes Insekt zu sehen. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler und es wird wohl eine Biene sein, weil es geht um Bienenkolonien. Wie gesagt, dieses Jahr scheint so Natur wieder im Mittelpunkt ein bisschen zu stehen, finde ich persönlich ziemlich schön. Viele Naturthemen und Naturspiele und Spiele mit Naturthema sind da angekündigt oder jetzt schon im Handel erhältlich. Und wie gesagt, Ambrosia, auch hier eine schöne Aufmachung, zeige ich euch mal noch ein Bildchen dazu. Das ist das Spiel, weswegen die News diese Woche später kommt. Die rücken nach und nach erst mit der Sprache raus, aber ich bin mir sicher, das sind nochmal Schlagzeilen wert. Ja, kommen wir zur nächsten Ankündigung nach den Neuheiten von Skellig Games. Die Neuheit der Edition Spielwiese, das wird Evidence sein. Es ist ein Spiel vom Autoren Orestis Leontaritis. Taritis, ja, doch, ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen, für 2 bis 5 Spieler, für eine Spielzeit von 20 bis 30 Minuten. Und wir gehen seltenen Geheimnissen unserer Welt quasi als Journalisten auf die Spur. Das Spiel wird über Pegasus vertrieben werden. Und wenn ich es so angucke, sieht es aus wie ein Detektivspiel, / Cluedo. Und bin natürlich gespannt, ob wir das Ganze dann auch bei Pegasus beim Pressetag antesten können. Es gibt 6 Geheimnisse und jedes Geheimnis hat 6 Hinweise mit den Werten zwischen -1 und 4. Zu Beginn des Spiels wird jedes Rätsel ein Hinweis ausgearbeitet, der jedem Geheimnis verborgen bleibt. Okay. Das ist so ein bisschen, scheint so Cluedo-kartenmäßig zu sein. Link habe ich euch dazu in die Videoinfo gepackt. Bin gespannt, wie das Ganze dann tatsächlich ausschaut. Dann eine der heiß angekündigten Neuheiten, Villagers, bau dir dein Dorf. Das wird bei Cosmos erscheinen und das Spiel kann man aktuell für 20€ vorbestellen. Das ist ein Kickstarter, der ursprünglich $500.000 eingesammelt hat, durchweg gute Bewertungen bekommen hat und ist ein Kartenspiel von Hakon Garda und für 2 bis 4 Spieler mit einer Spielzeit von ca. 45 Minuten. Ursprünglich ist das Ganze für 1 bis 5 Spieler gewesen, jetzt aber nur 2 bis 4 Spieler. Das Bild, was ich euch unten einblende, beziehungsweise hier seitlich, ist ein Bild der englischen Version. Und wir sind Gründer eines Dorfes im Mittelalter, was thematisch schon mal ziemlich cool klingt. Illustrationstechnisch sieht das Ganze eigentlich auch ganz ansprechend aus. Und Jahre nach der großen Plage, der Verlust zu vieler Menschen hat den Überlebenden große Probleme bereitet, ja, das ist ganz klar. Und wir haben früher Dinge für wichtig erachtet wie Nahrung, Unterkunft, Kleidung und nun finden Handwerker natürlich ohne Rohstofflieferanten,
Händler haben Kunden verloren und Werkstätten verloren, als die Pest natürlich über uns hereingebrochen ist. Und die Straßen sind voll Flüchtlingen, die einen Neuanfang wagen wollen. Sie kommen zu uns als Spieler und hoffen, auf unserem Land sich niederlassen zu können. So viel zum ganzen Thematischen. Und das ist bislang sehr gut weggekommen in sämtlichen Rezensionen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wie das dann tatsächlich sein wird. Black Angel erscheint im September und wird auch zur Spiel bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Ist ein Strategiespiel mit 60 bis 120 Spielminuten für 1 bis 4 Spieler. Es war auch in der letzten Woche bei Board Game Geek zu sehen im Livestream oder was bei Dice Tower. Auf jeden Fall war es im Livestream. Es sieht sehr interessant aus und da ist auch wieder dieser Kniff von Solenia mit reingepackt, mit diesem Mutterschiff, was dann in der Mitte durchfliegt und wo dann quasi die hinteren Teile nach vorne gelegt werden. Fand ich vom Kniff ziemlich cool und es kann wohl jetzt auch vorbestellt werden. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil Solenia als solches mir vom Kniff her ziemlich gut gefallen hat, aber zu wenig Spieltiefe tatsächlich geboten hat. Das könnte bei Black Angel anders sein, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Die nächste Neuheit ist Pact von Iron Games und ein Spiel für 1 bis 5 Spieler mit 30 bis 45 Minuten Spielzeit. Das Spiel stammt von Javier González Cava und ist im Fantasy-Setting. Und die Spielerinnen und Spieler sind Anführer von Goblin Clans und haben mit der Verwaltung der Clans natürlich jede Menge zu tun. Wir, die Goblins, haben es geschafft, den Abschaum der 5 Reiche aus dem Hinterland zu verjagen. Jetzt ist das Land uns und wir können Zerstörung und Chaos verbreiten, wie es uns beliebt. Und das Spielmaterial ist gänzlich sprachunabhängig. Das Ganze aber jetzt nur mal in einer englischen Fassung, aber durch das sprachunabhängige Spielmaterial durchaus auch für Spieler spielbar, die jetzt nicht unbedingt die großen Englisch-Fans sind. Eine weitere Neuheit bei Kosmos wird sein die Würfel-WG von Marc-Uwe Kling in Zusammenarbeit mit Johannes Krenner und Erfolgsautoren Alexander Pfister. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich sage, ich werde auf die Würfel-WG draufschauen wollen. Weil wenn ich jetzt nur Marc-Uwe Kling lese, ich finde die Känguru-Chroniken ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde die Spiele, die bislang daraus entstanden sind, wie Halt mal kurz und wie, nicht lustig, sondern wie heißt das andere, Game of Quotes, die waren so schwach für mich persönlich, es ist, außer dass das Ganze ein Känguru-Chroniken-Franchise ist, es ist nichts, was mir einen persönlichen Mehrwert bringt. Deswegen, und dass da ein Stempel witzig von drauf ist, finde ich persönlich schon mal gar nicht witzig. Da ich aber Würfelspiele mag und Alexander Pfister sehr viel zutraue, werde ich da definitiv mal drauf schauen. Es ist ein schnelles Spiel und es geht darum, zuerst 14 Punkte zu sammeln und wir suchen WG-Mitbewohner und mit den Würfeln können wir die anwerben und neue WG-Mitglieder bringen natürlich wieder weitere Würfel und bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann tatsächlich am Ende ist. Wang Do erscheint zur Spiel 19 in Essen auf Deutsch und das ist eine der Neuheiten von Spielefable. Spielefable als erstes in Erscheinung getreten, jetzt sieht man es leider nicht mit Weihen. Und dann jetzt mit Airship City das nächste Spiel nachgelegt, jetzt auch noch Wang Do. Damit gehört Spielfable definitiv zu den aufstrebenden kleinen deutschen Verlagen, die es aber schaffen, sich nach und nach, denke ich, gut zu etablieren und auch ihre Nische zu finden, gefällt mir gut. Und wir spielen Bärenclans und wieder ein Naturthema und wir helfen dem König dabei, sein Reich in Nordostasiens zu regieren. Und ja, sieht lustig aus, werde ich mir anschauen. Bei Ludi Creations wird ein Spiel in englischer Sprache erscheinen, zur Spiel 2019, mit dem etwas merkwürdigen Titel So You've Been Eaten. Finde ich schon mal befremdlich. Ein Spiel für 1 bis 2 Spieler und richtet sich an Vielspieler, dauert aber wohl nur 30 Minuten und stammt von Scott Arms. Und es ist ein Berufsrisiko, das Spiel. Tatsächlich ist es unter Deep Space Miners ziemlich verbreitet und einige sagen, dass es fast unvermeidlich ist. Und was auch immer, die notwendigen Kristalle, die wir sammeln müssen in diesem Spiel, sind wohl wichtiger Bestandteil. Mehr Infos zu diesem doch etwas schrägen Spiel, was leider erstmal nur in englischer Sprache erscheint, habe ich euch in die Videoinfo gepackt.
Und jetzt kommen wir abschließend noch zu zwei Meldungen, wo ein Spiel nicht sicher zu Spiel erscheint, das andere definitiv nicht mehr. Das erste Spiel ist Machikoro Legacy und bei vielen ja ganz hoch im Kurs, auch mein Interesse hat es geweckt. Wir haben bereits im November davon das erste Mal berichtet. Nun ist klar, es wird eine deutsche Version kommen. Allerdings ist noch nicht offensichtlich, ob es tatsächlich reicht zur Spiel 2019. Sicher geplant ist Quartal 4 diesen Jahres. Aber wir wissen ja auch von Spielen letztes Jahr, die zur Spiel angekündigt waren und dann erst tatsächlich im November, Dezember in den Handel gekommen sind. Vielleicht wird es mit Machikoro Legacy ähnlich sein. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, auf der einen Seite sehr neugierig, auf der anderen Seite Legacy ein bisschen verdrossen, gerade nach Charterstone, weil man halt eine feste Gruppe braucht. Und die letzte Meldung dieser Woche gebührt der Neuheit von Jamie Stegmaier, einem meiner Lieblingsautoren, dank Viticulture und dank Scythe. Und das ist das wunderbare Spiel Tapestry, was einige meiner lieben Kollegen schon aussprachetechnisch zur Verzweiflung gebracht hat. Es ist ein Spiel, was zur Spiel mal nur auf Englisch erscheinen wird bei Stonemaier Games. Allerdings hat Feuerland bereits bestätigt, dass das Ganze auf Deutsch erscheinen wird. Ein Facebook-Post von Feuerland liegt vor, dass es zur Spiel doch in Duisburg oder allerspätestens zur Berlin Brettspielcon 2020 dann auf Deutsch kommen wird. Das Ganze ist ein Zivilisationsspiel für 1-5 Spieler und dauert 90-120 Spielminuten und soll durchaus anspruchsvoll sein. Was hier aber definitiv sehr cool ist, es wird mit Miniaturen kommen, mit so Gebäudeminiaturen, die schon teilbemalt sind. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Bildern super ansprechend aus. Ist, denke ich, auch einer der Hype-Titel schlechthin. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob es nicht vielleicht gut ist, dass das Ganze erst auf der Englisch rauskommt und nicht auf Deutsch, weil so könnte man vielleicht verschont bleiben, wenn das Ganze eine Seifenblase ist, wie die Hypes von der letzten Spiel. Ich hoffe nicht, dass es eine Luftblase ist, weil es sieht optisch sehr geil aus. Wie gesagt, Jamie Stegmaier immer wieder für coole Spiele gut. Charterstone an sich auch nicht schlecht gewesen, aber es war halt einfach irgendwo, ja, nicht so das Geile. Das sieht jetzt auf jeden Fall cool aus, materialtechnisch toll, covertechnisch toll. Klingt von vom Ding her auf jeden Fall mal schön, sowohl von der Spielzeit als auch von der Thematik. Und dass wir auch bei Null anfangen auf einem, und dann über die Förderwege Wissenschaft, Technologie, Exploration und Militär dann da versuchen, uns zu verbessern, um dann an Siegpunkte zu kommen und uns unserer Zivilisation dann ja an die Spitze zu führen. Das klingt cool und da bin ich sehr gespannt drauf. Das war's mit den News für die Kalenderwoche 32. Wir hoffen, euch hat's wieder gefallen. Mehr tägliche News rund ums Brettspiel findet ihr in schriftlicher Form auf www.brettspiel-news.de und natürlich auch jetzt in Zukunft einige Videos mit Ankündigungen zur Spiel bei uns. Neben den Brettspiel-News, die weiterhin jede Woche kommen werden, das heißt, einige Beiträge werdet ihr doppelt und dreifach zu hören bekommen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr könnt dann verlagsgebunden quasi die Verlage durchschauen, schauen, was sind eure heißest erwarteten Neuigkeiten. Und dann freuen wir uns natürlich über Feedback. Wie ist das Format geglückt mit der Essen Preview? Oh, gefällt es euch so von der Aufmachung? Sollten wir da noch ein bisschen was entsprechend ändern? Dann lasst uns auf jeden Fall wissen, dass wir da noch Hand anlegen können. Und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Spielen und der Vorbereitung für Essen. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald.